Oh, da wären wir in Lego der Hobbit mal wieder. Ich weiß gar nicht, hatten wir Extras? Ich glaube, wir hatten Extras. Muss ich die jedes Mal einschalten? Ich glaube schon. Ja, ich will heute ein bisschen, ich habe nämlich ein bisschen geguckt in dem Spiel. Und zwar, das Spiel hat ein kleines Problemchen, wenn ich das jetzt mal so benennen darf. Und das Problemchen besteht daraus, dass ich erstmal auf die Karte gucken muss. Ich habe einen Blick auf den Kalender geworfen. Ja, diese ganzen Anleitungen für die roten Steine findet man hauptsächlich in den Leveln. Es ist schön, ne? Es ist wunderschön. Deswegen werden wir heute ein paar Level spielen. Und ich weiß nicht, ob die hier nummeriert sind, die Level. Unter dem Berg und über dem Berg. Das klingt mir eher nach einer Mission von später. Ja, wir werden heute ein paar Level spielen. Uralte Waffenkammer? Nein. Was ist das? Großes Königreich in Mittelerde. Das klingt doch richtig. Freispiel. Warte mal. Ah, Tatsache. Das ist sogar das erste. Freispiel. Erebor. Ach, guck mal, ich kann sogar. Also, guck mal. Guck mal. Also, für die, die es nicht wissen, spielen die Wii U-Version alles auf dem Gamepad. Ja, alles auf dem Gamepad. So. Dann fangen wir auch von vorne an. Und wen nehmen wir denn hier Schönes? Wer ist denn aktuell meine Lieblingsfigur? Ich habe sie da vergessen. Ich trinke Tee. Tee ist auch vernünftig. Ich sag's euch, Tee ist vernünftig. Also ich will keinen Zauberer. Wen habe ich denn die letzten Male immer genommen? Also generell, prinzipiell. Ich habe einer Patientin am Dienstag per Sprachnachricht abgesagt und die fragte, welcher Kerl ich will. Oh Gott. Oh, das ist... Aber ich weiß, wen ich nicht. Nehme Legolas. Eigentlich darf man da drüber, glaube ich, nicht lachen, aber... Boah, das wäre mir so unangenehm. Oh, Scheiße. Oh. Oh, was soll... Hey, Julia, hi! Prost! Ich habe auch mal bei meiner Mutti geklingelt und mein Mann hat seine Stimme verstellt und hat gesagt, dass er Ex ist und hat sofort die Klinge ausgemacht und ich musste sie anrufen. Was? Sie meinte, dass sie dachte, dass ihr Ex eine Lungenentzündung hat. Mein lieber Frodo. Nein, Frodo. Du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über Du hast mir schon alles erzählt. Alles gut, Bilbo. Es begann vor langer Zeit in einem Land. Wieso kann ich das nicht skippen? Hallo! Hallo! Hallo, Spieler! Wie undankbar. Ja, wir werden die Level mal so weit wie möglich durchspielen und alle nacheinander. Und gucken, was daraus so wird. So mein halt, ne? Lehnsherr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Wow. Ah, der Fernseher war wieder so leise. In den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Legendär? Was ist da oben? Oh, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so kaputt gemacht. So, wir werden auch hier wieder natürlich viel Sachen sammeln, schon mal im Vorfeld, weil eigentlich muss ich die Sachen nicht kaputt machen und so. Aber, ja, so mehr wir sammeln, desto später haben wir dann halt im Story-Mode mehr und man sammelt ja sehr viele Erze und sowas. Und das ist dafür ganz nützlich. Klar, wir haben sehr viele rote Schiedsteine haben wir leider nicht. Aber hey, nehmen wir halt mit, was wir haben und gut ist. Die Scheiße hier, so. Ich brauche jemanden mit einem Bändchen. Es ist gar kein Bändchen. So, wer hatte das denn nochmal? Ich finde auch schade, dass Sam hier nicht das Elbenseil hat. Aber okay, spielt ja kurz vor Episode. Kurz dem ersten Herr der Ringe-Film. So, das wollte ich sagen. Also der Prolog und der Epilog. Hey! Wow. Fühlt man sich ja direkt weihnachtlich hier. Hey, wir können sogar auf den Arkenstein schießen. Bringt mir nichts. So.
Ich lieb's hier. Es ist heute. Es ist besonders. Also, ich muss sagen, besonders. Ich find's ja echt lustig. Ich hab's die Woche ja angesprochen, so. Also, ich hab mit ein paar Leuten ja geredet. Deswegen meine ich auch voll mit dem Gespräch wegen. Ich will vielleicht weniger streamen und mal gucken, ob ich da irgendwie mal ein bisschen. Mir das ein bisschen anders mache. Und jedes Mal, wenn ich dieses Thema mache, sind die Streams gehen ab. Und die Leute rasten ja aus. Was ist hier los? Und ich laufe hier wie der letzte Assi rum, habe sehr viel geschlafen, eben hat es geklingelt, da dachte ich mir, mein heute nicht. Aber wenn es ein Päckchen ist, da ist das doch egal. Da denke ich mir immer, boah, die haben Schlimmeres gesehen. Oh, ich hatte gestern ein Päckchen und er guckt mich so an, von oben nach unten, der so, wo ist der Ausweis? Ich so, was für ein Ausweis? Der so, ja, das Paket ist ab 18. Ich so, was? Was habe ich denn da gekauft? Der so, ja, das müssen Sie doch wissen. Ja, waren, Film bei, der ab 18 war. Ist ja wieder hieß. Das war irgendwie einer mit Stallone. Keine Ahnung, ich habe den geholt, weil er 2 Euro gekostet hat. Klingt irgendwie komisch. Ah ja. Nicht die eigene Mutter nicht mal wieder erkennen. Wenn das gibt nicht, geht, lädt das Spiel noch das Level im Hintergrund. Ja. Ja, hast ja recht. Ach ja, stimmt, hier brauche ich ja mal einen speziellen. Hä, wieso habe ich denn Philly jetzt hier? Hilly, Kili, Oin, Gloin, Bifo, Bofo, Bombo, Dori, Nori, Torin. Hab ich einen vergessen? Stimmt. Balin und Dwalin. Ich muss Dwalin jetzt auswählen. Wollte mal so ein bisschen mit meinem Nerdwissen glänzen. Ich traue mich immer noch über jedes Paket, was ich von unseren Muffelnachbarn nicht entnehme. Muffelnachbar? Das klingt nicht lustig. Gib mir mal ein paar Rohstoffe. Hier war doch so viel Gold immer. Das war sogar im Haus, wo das jemand geklingelt hat, wenn es das richtig. Kann ich da nicht gegenhauen? Auch so. Jemand geklingelt hat, wenn es was Wichtiges ist, sollten die nochmal klingeln, dass man wenn man von zu Hause ist. Ja gut, also ich sag mal, wenn man krank ist, ja. Obwohl, mir sind am meisten die Päckchen wichtiger. Und Paketboten, die klingeln nicht. Also es ist schon ein Wunder, wenn die überhaupt einmal klingeln. Obwohl, unser Paketbote macht das eigentlich. Oh, der ist auch total, der ist die Ruhe selbst. Da bin ich auch froh, dass ich das mitbekommen habe mit dem Ding. Ich musste dann den ganzen Flur nochmal hochrennen. Nochmal hoch und der so, ja, kein Stress, ja, ja. Moment. Also da brauche ich jedenfalls Explosives und da wird mir irgendwie angezeigt, ich brauche... Ist das eine Rakete? Sieht ja aus wie so eine Spritze. Postkunden gehen dann immer, weil die keinen Bock haben, bis in den 4. Stock zu gehen. Die mich wegen der Papa angemalt haben. Ah, ja, okay. Ah, ja. Die Geschichte. Okay, dürfte es nicht sein. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also irgendjemand, den ich doch hier habe in diesem Portfolio, der hat doch garantiert Sprengkraft. Da kannst du mir sagen, was... Ich gucke jetzt nochmal hier. Da kann er... Oder warte mal, habe ich vielleicht einen Gegenstand? Komm. Würde der mir doch nicht irgendwie da was anzeigen? Was ist das für ein Stab? Dunkelheit? Erhellen? Nee, das kann nur zaubern. Und was kann der? Bringt Leute zum Lachen. Wow. Aber hier bitte irgendwen, der... Ries... Was? Warte, ich guck... Ich habe jetzt keinen Bock, hier wirklich jede einzelne Figur durchzulesen. Ich guck jetzt online. So. Lego, Hobbit... Explosion. Ich meine Komposition. Explosive Charaktere. Das sagt mir doch an. Saruman. Das wird's jetzt nicht echt sagen. Das müssen wir doch jetzt nicht echt sagen. Nur Saruman.
Oder die Mithril-Bomben-Kacke. Wow. Ja, vielleicht liegt auch irgendwo was, aber trotzdem. Ach. Vielleicht der Gavage Gandalf kann die Rakete zünden. Gabba Gandalf. Gavage. Ja, ich dachte ja auch, eigentlich Balin macht ja sein Feuerdings im zweiten Film. Nur im Film, nicht im Buch. Soviel ich weiß. Da habe ich ja auch gedacht, aber nee, Gandalf. Gandalf wäre sogar logisch. Weil er ja die Raketen hat, aber nein. Der kann nur zaubern. Hat vielleicht eine Pollenallergie. Seit zwei Tagen juckt mein Auge und meine Nase lockt rein. Oh. Ich habe das nur, dass ich so ein bisschen Schnupfen krieg, wenn die Pollen so fliegen. Aber ich glaube, das ist so eine normale Sache, ne? Aber dass die Augen noch jucken. Tabletten muss auch mal sehen, wie lange das ist. Ja, ich hoffe, es klappt. Drück die Daumen. Das klingt ja nicht so schön. Ich habe es vergriffen und Manna gekocht, aber mit Kokos. Manna? Ewig dich mal gehört. Sachen gibt's. Soll ich das einfach da hochschmeißen? Das ist irgendwie sehr unspektakulär. Hey! Der Bombo. Aber das mit der Explosion ist halt echt schade. Hallo, willst du bitte die Waffe? Männer mit Kokos. Hm. Ja, das ist ärgerlich. Also besonders, das ist ja eine normale Rakete, die da angezeigt wird. Also ich habe jetzt online gefunden, dass nur Saruman das kann. Aber es kann doch nicht sein, dass nur Saruman das kann. Ach, guck mal, hier ist ein Q&A. Q&A. And A. Saruman can destroy the mystery Lego blocks. You can be found in Rivendale. The Pinecone Bomb. The Potai 2 and the Mistral Bomb Blade Explosive. Und extra Codes. Und Baby Smoke kann das auch. Ja, Baby Smoke ist aber leider nur ein DLC. Und das gibt's nicht bei der Wii U-Version. Genau, und die Mithril Bomb Blade. Mana Waffeln. Ach ja, stimmt, die heißen ja auch so. Mana und was anderes. Also auch bei Waffeln oder so. Stimmt, die heißen so. Hätte keine Werbung. So, was ist jetzt hier los? Gib her die Scheiße. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verließen. Ja, vielleicht hat sie ja doch Männer mit Kokos gekauft. Also ich will ja niemanden verurteilen, kann ja sein. Obwohl Leute kaufen, ist glaube ich doch eine Sache, die man eher verurteilen sollte. Wir sind vegan. Ich habe letztens gesehen, wie jemand die, ich habe auf YouTube, da gucke ich gerne so eine Show, da zeigen die, wie so Sachen hergestellt werden. Da haben die tatsächlich auch Männer hergestellt. Deswegen, das war eigentlich echt interessant, muss ich sagen. Dachte ich mir auch so, obwohl ich muss sagen, ich finde die, weiß ich nicht, zwischendurch sind die ganz nett, ne? Aber ich finde, das wäre jetzt nicht so eine Sache, wo ich so, weiß ich nicht, wo ich öfters sagen würde, ja, das ist es jetzt. Oh Gott. Ich hab Post gekriegt. Oh. Pudding. Mhm. Ich glaube, dann würde ich Ärger bekommen, weil ich andere Männer mit nach Hause bringe. Also. Du hast ja gekauft. Das nee, ich glaube, das macht es doch schlimmer, oder? Ich weiß es nicht. Ich möchte mir da bitte kein Urteil drüber erlauben, ja? Hä? Also erstmal sehe ich... Oh! Oh, das ist eine Brennstelle. Weil es da brennt. So, mein Freund. Hast du... Nee, wer konnte denn nochmal Sachen anzünden? Ich hab's total wieder verpeilt. Mach mal hier lieber so.
Weil anzünden kann auch nicht jeder. Weil theoretisch könnte das ja Gandalf, theoretisch könnte auch Balin das, aber nö. Deswegen bin ich da jedes Mal total verwirrt. Hammerschlag, Graben. Zwergensäulen. Hä? Kann Bilbo das? Das ist ja gar nicht Bilbo, das ist Bilbo. Hä, wo? Aber einer der Zwerge konnte das doch, oder nicht? Kumpel, rissig, Lego. Rissig, Hammer, Kumpel. Kumpel, rissig, Graben. Lego, Ziele abschließen, Kumpel, rissig. Kumpel, rissig, nicht riesig. Zwergensäulen. Steinschleuder. Luken, der kann einfach nichts. Auch nix. Hammer, warte mal. Hä? Hey, willst du mich jetzt verarschen, Spiel? Und der brennt, der kann auch bestimmt nichts machen. Nö, der kann nur erhellen. Wer kann denn jetzt die Sachen anzünden? Wird mich jetzt hier ärgern? Lego-Feuer. Doch, kann's haben. Ah! Die Männer nur für ein paar Stunden bleiben. Was? Könnt mal wieder kochen. Themawechsel. Ich bin momentan, ich hatte heute mir Salat gemacht und dazu gab es vegane Schnitzelchen, die habe ich mir geholt. War gut. Also ich muss sagen, die Schnitzel waren jetzt nicht super, da kenne ich bessere in veganen, aber... Ja, irgendwie die Tage hatte ich von meiner Familie so Curry gekriegt, da war Hähnchen drin, das war ganz gut. Und Nudeln hatten die noch übrig, dann habe ich dann 2 Tage Nudeln gegessen. Und gestern war ich essen. Ich war gestern mit einem Kollegen was essen und ich hatte schon seit Tagen Bock auf Burger. Und ich habe mir den, das war ein Burger mit Blauschimmelkäse, den habe ich mir genommen. Und ich muss aber sagen, der Blauschimmelkäse, der war schon so ein, also er schmeckte schon schimmelig. Also er hatte einen intensiven Geschmack, wollte ich damit sagen. Also war nicht schlecht oder so, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es war halt schon intensiver, als mir lieb war. Deswegen, also ich glaube nicht, dass ich den nochmal essen werde. Ja. Dazu da noch was zu trinken und ich habe dazu Chili Cheese Fries genommen. Der so die Bacon Fries ist, nein, die Chili Cheese Fries. Die Leute da drin sind so schillig in dem Burgerladen. So ein American Diner, richtig geil. Und da geht der Kollege halt, mit dem ich war, der geht da jeden Freitag hin. Hammer. Ganz den Pech? Nein. Da war ich tatsächlich noch gar nicht. Ich habe aber auch gehört, dass es gar nicht mal so doll sein soll letztens. Also ich höre irgendwie von mir im Bekanntenkreis immer, wie geil das sein soll. Aber letztens habe ich gehört, irgendwie so online höre ich eigentlich, das soll sehr durchschnittlich sein. Ich will es trotzdem da mal probieren. Nur ich höre immer, dass es auch so teuer sein soll. Oder geht das preislich? Ach, Pudding kochen. Ja gut. Ich dachte jetzt richtig kochen. Ich wollte schon fragen, was ist denn gerade so? Obwohl, du bist ja auch nicht so der Kocher, ne? Kirche, die Johannisbeere oder Banane, ich habe als Pudding probiert. Was? Kirsch, Johannisbeere und Bananen. Okay, Bananenpudding, ja, aber der Rest? Klingt ja echt geil. Hey, Kugelfisch, hi! Ja, Pudding könnte ich auch mal wieder kochen. Ich habe mir letztens so Soßen geholt dafür. Oh, ich sage schon länger, ja. Apropos, ich habe immer noch nicht den Energy Sirup. Den habe ich immer noch nicht probiert, das muss ich immer noch machen. Wir können auch am Wochenende so Menüs bestellen, damit Getränke, dann ist das echt nicht so teuer. Ist nicht Wochenende voll? Ja, ich muss auch gucken, mit wem ich da hingehe, weil ich kenne keinen, mit dem, der mit mir da hingehen würde. Oder beziehungsweise, also ich kenne Leute, die da hingehen, aber ich glaube nicht, dass die mit mir da hingehen würden, deswegen weiß ich nicht. Ist immer so blöd. Ich höre immer so Leute, ja, warum warst du noch nicht da? Ich so, ja, mit wem denn? Und dann so, ja, das stimmt. Und ich denke mir so, ja. Ach Mann, wechsel doch die scheiß Waffe.
Wenn Leute in deinem Privatumfeld so sagen, ach ja, stimmt, mit wem sollst du denn Sachen machen, ne? Unangenehm. Sehr unangenehm. Ich habe eine Billig-Energy stehen mit Waldmeister-Geschmack. Boah, die kann ich nie mehr trinken, ne? Ich habe eine sehr interessante Vergangenheit mit einem Waldmeister-Getränk. Also beziehungsweise interessant nicht im Sinne von, dass ich damit Probleme hatte, sondern im Sinne von die Menge. Weil ich sag mal, wenn du immer wieder dasselbe konsumierst, irgendwann ist nicht mehr schön. So, was willst du denn hier bauen? Es kommt raus, können nur Zwerge? Nö, können alle. Ich war da mit einem Junggesellenabschied, weil die Mädels immer gemeckert haben, dass alles zu teuer wäre. Da haben alle zugesagt. Ah! Ich habe auch nur gehört. Ich will auch gar nicht sagen, dass... Also ich gebe auch gerne mehr Geld aus für Essen. Ich will da auch gar nicht meckern oder so. Nur für mich ist das oft dann preislich auch so eine Sache. Da muss ich halt auch immer schauen, weil ich bin ja jetzt auch nicht der Flüssigste so. Bei Finanzfragen. Deswegen finde ich das ja immer so geil, wenn Leute so sagen, oh, wie, du hast nicht genug Geld, um mal was essen zu gehen. Und ich denke mir so, ja, weil ich krieg auch kein Geld, um mal zwischendurch was essen zu gehen. Ich habe nicht so die Möglichkeit. Rubinen und Saphiren. Wieso hat er denn jetzt so rote Dinger? Macht das irgendwas? Hey, ja, ich weiß. Ich will nur ein bisschen Geld mal einsetzen. Ach, Tatsache, muss ich sogar kaputt machen. Ja, gut, dass ich da noch mal geguckt habe, ne? Und ihr habt nichts gesagt. Wieder typisch. 2 von 5? Moment, ich kann da ja noch mal hoch. Wieso kann ich denn dann noch mal hoch? Achso, da oben. Dann sich vielleicht vergessen. Ja? Was? Deswegen übertreibe ich es nicht mal mit immer dasselben Essen oder so zu trinken. Okay. Flüssig so. Ja, er ist doch so, das sagt man doch. Oder nicht? Also ich meine, so sagt man das. Wenn ich mich jetzt nicht vertute. Aber ich bin jetzt auch nicht der. Böse meine ich, ich habe mich nur noch selten erinnern können, weil man nicht denen nicht gerechnet werden konnte. Das war echt grausam. Moment. Du meinst es mit den Leuten oder so? Nein, ich hätte das jetzt auch nicht böse, also ich habe das jetzt auch nicht böse aufgepasst oder sowas. Schön, dass er die Figur gewechselt hat. Ich wollte die eigentlich behalten. Danke, Spiel. Sie dich gefragt haben, mit wem du das machen. Ach so, ja. War schon ein bisschen weiter. Ja. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwie in einer Gruppe ist und dann reden die Leute darüber, was die als nächstes machen. Und dann so, ja, wir gehen da nächste Woche hin und so. Und ich sag dann irgendwann so, besonders wenn ich da mit der einen Person, die das dann angefangen hat, so alleine bin, ich so, warum fragst du mich denn nicht? Ach ja, ich dachte, du magst das nicht. Ich so, ja, nö. Frag ja nur immer wieder. Aber. Naja. Oh, da oben ist die Anleitung. Also mein Plan war sogar auch mal, dass ich erstmal die Level spiele und immer wenn wir ein Level gespielt haben, dass ich in der Oberwelt noch ein bisschen gucken gehe. Vielleicht machen wir das gleich sogar. Nein, also ich nehme sowas überhaupt nicht böse auf oder so. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das böse gemeint ist oder so. Ich finde das halt bei mir im Bekanntenkreis halt meist nur ein bisschen schwierig mit den Leuten bei mir, aber naja.
Aber das sind Sachen, die sind sowieso aktuell schwierig zu erklären. Also ich lasse es lieber. Der fehlt der Kiste, das ist nur 4 Pfund. Ach nein! Nein! Zu ist die Tür! Ja, ich muss das Level ja sowieso nochmal spielen. Alles gut. Das ist, wenn so viele Leute im Chat schreiben, warum schreiben wir es? Nein, ich freue mich. Ohne Scheiß, ich freue mich heute so sehr darüber. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier, guck mal, die schmeißen eine fette Party. Was esse ich denn später noch? Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt morgen abläuft. Also ich bin ja morgen auf hier im Kino, habe ich ja schon erzählt, in dem Mario-Film. Und irgendwie habe ich gehört, ja, danach gibt es irgendwie, wollten die noch was essen. Aber ich denke mir so, ja, es ist aber dann schon eigentlich schon fast 9 und eigentlich will ich da langsam nach Hause. Deswegen weiß ich noch gar nicht. Muss ich nochmal morgen nachfragen. Ich glaube, um 17 Uhr muss ich da sein. Aber bei denen. Und dann kann ich von da aus dann dahin. Muss ich dann auch gucken, was mache ich denn dafür? Ich glaube, Videoschein. Falls ihr Spaß passt, danke. Ich hoffe, es wird auch spaßig. Ich habe irgendwie Sorge, ich bin ja nicht so der Kinofreund, ne? Ah, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten. Vielleicht. Also, ihr seht ja meine Bewertung auf Letterboxd. Haha. Also für die, die den Witz jetzt nicht verstehen, ich glaube, keiner von den Leuten aus der Community folgt mir auf Letterboxd. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Oh, okay, das ist interessant. Mein Bruder war schon im Mario-Film und er war begeistert. Also ich höre auch von jedem, also ich höre von Kritikern, der Film ist jetzt nicht so gut. Der soll auch storytechnisch halt sehr schwach sein. Ich habe nur Angst, dass ich mich dazu sehr zu beeinflussen lasse, beziehungsweise weil ich auch jemand bin, der sehr viel zu objektiv sieht, anstatt ein bisschen einfach Spaß damit zu haben. Mal gucken. Und, aber ich höre halt hauptsächlich, der soll halt einfach Spaß machen. Und darauf habe ich halt richtig Bock. Ich bin einfach ein Film, der Spaß macht. Und ich hoffe, das wird auch wirklich so. Ich fand mich einen Morgen ganz kriminell. Jenseits hat, jemand hat auf einer App den Film gefilmt und da konnte ich das Ende einfach so schon schauen. Was? Aber ich glaube, auf YouTube kannst du dich schon sehen, das Ende vom Mario-Film. Also ich meine, das stellenweise auch schon gesehen zu haben, was ich auch sehr schön fand. Übrigens wurde ich auch schon bei John Wick gespoilert, was am Ende passiert. Als wir gestern dort im Essensladen, also in dem Burgerladen dort waren, hat der Typ, der da das Essen ausgeteilt hat, der Servierer, der hat halt so, ja, der hat kurz mit meinem Kollegen so geredet über den Film und dann meinte der so, ja, und dann stirbt ja jemand da und das war auch ganz cool und der hat halt, ich weiß nicht, was der jetzt genau gesagt hat und ich so, ach, meint er den einen Schauspieler da? Und der so, nö, der da stirbt und ich so, was? Ich so, ich wollte nur wissen, ob der eine, ja, der auch. Ich so, ja, wow, warum hast du jetzt nicht nur den einen gesagt? Das spoilert mir doch jetzt die ganze Tür. Also ich will jetzt hier keine Spoiler haben, aber ich dachte, ja, ich dachte, es ist so richtig so schön. Der Film, wo ich mich richtig drauf gefreut habe. Naja. Ich warte dann vielleicht, wenn der nächste Film rauskommt. Auch noch zu Mario mache ich nächste Woche. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ihr könnt ja dann auch sagen, wie ihr ihn fandet. Ich habe auch schon so ein paar Details gehört von dem Film. Ah, stimmt, hier ist das Ende. Ich will nochmal ganz kurz schauen, ob hier noch was war. Ja, wenn, dann ist das so.
Weil da ist ja jetzt der Arkenstone. Ja, hier war noch was. Oh, stimmt, da war dunkel, ne? Also ich meine, es ist dunkel. Hm, nehmen wir mal den guten alten... Obwohl, warte mal, wir nehmen mal den da. Aha. Weil der ist auch hell. Ach, das ist der Hut. Wow. Ich habe John Wick 4 auch noch nicht gesehen. Ja, ich werde ihn auch nicht im Kino gucken. Also, ich sehe das halt nicht ein. Wie gesagt, ich reg mich jedes Mal in Kinos auf und jetzt nur für den Film da ins Kino zu gehen. Ich werde den schön auf Blu-ray irgendwann holen und dann reicht das mir auch. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe die Serie mit Selena Gomez durch und schaue jetzt Modern Family. Beide zwei Staffeln. Oder gibt es schon drei? Aber da kommt ja bald noch eine Staffel. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Modern Family wurde mir jetzt auch öfters empfohlen, mal zu sehen. Deswegen, das werde ich jetzt auch bald gucken, denke ich mal. Oh. Unaufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Ach Mann, ich wollte doch noch mehr abbauen. Des Berges, der Arkenstein. Nee, meint only mal das Building. Achso, hat schon gesagt. Ich hab den dritten im Kino gesehen. Ich glaube, im Kino sind die geil, aber wie gesagt, ich reg mich nur auf. So, kommt der Angriff. War gekommen. Oh nein. Bin auf jeden Fall scharf auf die dritte Staffel von Only Murders in the Building. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Zwei Staffeln gibt's bis jetzt nur, ne? Ich bin auch gespannt. Obwohl ich muss sagen, ich fand die zweite Staffel laffer, weil da fand ich auch irgendwie das Ergebnis war schon so vorhersehbar und irgendwie war auch sehr viel so drumherum, wurde einfach erzählt. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, da war für mich einfach auch dieses Konzept, jede Woche zu warten, bis eine neue Folge kam, einfach für mich ein bisschen schädlich. Weil ich merke halt immer mehr, es nervt langsam. Ich bin da eigentlich jemand immer so ein Verfechter von gewesen, wenn jede Woche eine Folge kommt. Weiß nicht. Boah, ich habe gestern mit How I Met Your Father, habe ich gestern die zweite Staffel anfangen wollen, weil die erste die fand ich okay. Und die zweite... Da kamen die ganzen Figuren vor und die ganzen, ich sag's jetzt mal so, die sind alles so eintönig, so richtig eintönig. Und da dachte ich mir schon so, ach ja, das ist die Figur, du konntest jede mit einem Wort beschreiben. Wo ich mir so dachte, jetzt nochmal so eine Eintönigkeit, nee, komm, ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Wenn es jetzt genauso in der ersten Folge so weitergeht wie in meiner letzten, nee, hatte ich überhaupt keinen Nerv drauf, deswegen habe ich die dann abgebaut. Ich weiß auch nicht, ob ich die weitergucken will, vielleicht wenn die komplett am Stück draußen ist. Ich habe auch schon gehört, wer dort auftritt. Was ein riesen Spoiler ist, aber hey. Weiß ich nicht. Naja. Ich gucke gerade ein paar Filme. Ich bin jetzt gerade, gucke ich ein paar Filme aus den 60ern wieder. Ja. Kann mal schauen. Das Tor da vorne. Obwohl, das muss es so oder so dran vorbei. Ja, mal gucken. Mal gucken. Und Star Wars ist, Mandalorian ist ja jetzt auch vorbei, was ich auch sehr schade finde. Das heißt halt gerade kein Star Wars neue Sachen. Und ich muss auch sagen, ich bin bei Marvel raus. Also ich habe was auch jetzt so lange gesagt, boah geil, Marvel, toll. Ich, nee, ich bin da raus. Ich habe da echt keinen Nerv aktuell mal für. Da jedes Mal dann auch wieder eine Woche zu warten, bis da irgendwie was kommt und alles nur so eine Mittelmäßigkeit. Und es gibt halt Einzelprojekte, die ich mochte und ich bin tatsächlich jemand, der auch sehr viele Einzelprojekte mag. Ich kann es übrigens immer noch nicht fassen, dass wir nichts haben, um da weiterzukommen. Ich kann es einfach nicht fassen. Ach, guck mal, Feinde lassen doppelt so viele Lego, hier Beute frei. Graben, mehr Stats frei. Ja, das ist ja auch alles schön und gut, aber das bringt mir ja nichts.
Und hier ist ja auch nichts, so. Wäre ja auch vielleicht interessant, naja. Naja. Ich habe Star Wars Rebels geschafft, zu Ende zu schauen. Und? Die wollten doch alle nur Geld machen, aber Matthew Mother kann man nun mal nicht aufleben lassen. Ja, ich sag mal, theoretisch könnte man es ja, aber dann muss man es halt besser machen und nicht so, wie die es da halt machen. Hä, muss ich das nicht? Okay. Also, man könnte es halt, aber naja. Hä, was soll das? Oder muss ich einfach nur... ich muss nur Y. Deswegen How I Met Your Dad hieß das hier ursprünglich und das war ja eigentlich schon direkt nach dem Ende von How I Met Your Mother geplant und ich fand das Konzept eigentlich auch ganz gut so. Also ich will da ja auch nicht... Ich bin ja auch jemand, der überhaupt nichts Negatives im ersten Moment denkt, weil ich denke mir mal so, ja, es kann ja gut werden und es ist ja dieses System mit, wenn es nicht gut wird, dann gucke ich es nicht. Gut ist, aber weiß ich nicht. Also da war leider raus. Ich glaube, da ist links das zweite ganz unter der Leiste da drüben. Der Tod war gnadenlos an jenem Tag. Links das zweite ganz unten an der Leiste da drüber. Meinst du es bei den Gegenständen? Ach. Links das zweite, eine Reihe da drüber. Ach so, das meinst du. Ja, aber das habe ich halt noch nicht. Das muss ich erst irgendwo finden oder kaufen. So geht Raketen im Auto. Deswegen, das funktioniert leider noch nicht. Aber danke dir. Könnte das Ende von Rebels ein Hinweis von Ahsoka passieren könnte? Ja, es ist der Anfang von Ahsoka. Im Prinzip ist das, was in Rebels passiert ist, ist der Anfang von das, was jetzt als nächstes in Ahsoka fortgesetzt wird. Und deswegen, es sollte ursprünglich eigentlich eine animierte Serie kommen. Ja, alles gut, Fluffy. Danke dir aber auf jeden Fall. Vielleicht hilft mir das ja. Kann man ja mal gucken. Es war ursprünglich eine animierte Serie geplant, eine Fortsetzung von Rebels, die halt nach Episode 6 spielen sollte. Und die wurde aber dann verworfen und daraus wurde halt Mandalorian gemacht. Und jetzt wird halt das, was ursprünglich geplant war, in der Ahsoka-Serie reingeschmissen. Aber auch anders. Also es wird halt umgeändert ein bisschen, um das halt ein bisschen mehr für das Mandoverse, sagt man ja im Fernkreisen, halt anzupassen. Deswegen, ja. Deswegen, gut, dass du es geguckt hast. Also ich hoffe, du hast auch Mando Staffel 3 geguckt. Die ist seit gestern, ist die übrigens auf, ist sie komplett. Ja. Okay, das ist interessant. Ja. Weil in der dritten Mando Staffel wird tatsächlich auch sehr viel angespielt halt auf das, was in Ahsoka passiert. Und halt, ja, beim Trailer sammeln ja auch einiges schon. Ich muss auch sagen, ich denke jedes Mal beim Rebels so an die dritte Staffel, denke mir jedes Mal so, weiß nicht. Weil ich finde das Finale von Staffel 2 halt hammer geil. Und dann gucke ich die dritte Staffel und denke so, was? und dann so, ja, okay, aber die vierte Staffel. Und dann gucke ich die vierte Staffel und ich so, wie? Jetzt kommt erst Endor dran. Ach, okay, guckst das chronologisch. Aber Endor hättest du vor Rebels gucken müssen. Endor Staffel 1 spielt vor Rebels. Das Spiel, also spielt ungefähr zum selben Zeitraum von Dings. Aber ich muss sagen, es passt, wenn du jetzt dann Rogue One guckst. Auch wenn die zweite Staffel Endor dann fehlt. Ist eigentlich egal, wie rum du es guckst. Aber die erste Staffel Endor, die spielt 5 Jahre vor Episode 4. Also halt im Jahr oder also nach den Zeitlinien meist kurz vor Rebels. Oder vielleicht sogar leicht parallel. Aber ja. Dann Endor, dann Rogue One, dann 4, 5, 6, dann Mando Staffel 1, Mando Staffel 2, Book of Boba Fett, Mando Staffel 3, dann Ahsoka, dann Skeleton Crew, obwohl Ahsoka könnte sogar vor Mando spielen, wie es gerade aussieht. Also vor Mando Staffel 1 sogar. Ja, da kommt Star Wars Resistance Staffel 1, dann Episode 7, dann Episode 8 und dann kommt ein Anruf.
Wer stört den mächtigen Bas? Kollege hat gefragt wegen Treffen. Ja, wir machen nicht mehr so lange. Weil da hoffe ich schon länger, dass ich mich mal wieder mit ihm treffen kann. Da machen wir das heute. Ja, ich würde doch das Level machen und dann nochmal ein bisschen auf der Oberwelt rumlaufen. Und dann mache ich mich fertig und dann, ja, ich sag mal so bis 7 würde ich machen. Circa. So genau gucke ich das nicht. Was? Schäm dich. Ich gucke jetzt, weil Disney chronologisch vorgeschlagen wird. Aber das ist doch... Hä, hey, das ist doch so, wie ich das vorgeschlagen habe. Solcher werden wir ersetzt. Danke für das schlechte Gefühl. Ich suche den dann wieder ab. Einen Moment. So. Tut mir leid, meine Community ist heute nicht so gut gelaunt. Die wollen, dass ich... Die wollen, dass ich weiter streame. Du Doofkopf. So. Bitte. Habt ihr geschafft, dankeschön. Ja, also ich sag dir, Luigi, wenn du das guckst, guck auf jeden Fall Mando und Book of Boba Fett, so wie ich gesagt habe. Also Staffel 1, 2, dann Book of Boba Fett und dann Staffel 3. Weil Book of Boba Fett ist halt Mando Staffel 2,5. Du wirst dich ärgern, wenn du es nicht so machst. Ich guck nicht deine Staffel und deine Staffel und kreisen dann beim Singertanzen. So gut, also wie gesagt, du wirst dich ärgern. Du wirst dich ärgern. Und das ist nicht wegen Chronologie, sondern das ist so gemacht. Das ist so, als würdest du sagen, Marvel? Nee, ich guck das nicht so, wie es ist. Ich guck Iron Man 1, 2, 3. Dann gucke ich, was kam als nächstes? Dann gucke ich Hulk. Dann gucke ich Thor 1, 2, 3, 4. Dann gucke ich Captain America 1, 2, 3. Dann gucke ich Avengers 1, 2, 3, 4. Verstehe ja keinen Spaß und keine Ironie. Wieso? Was für Spaß und Ironie? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, also ich empfehle dir das hauptsächlich da, bei den anderen ist das eigentlich egal, aber obwohl, ich sag mal bei Dings ist das eigentlich egal. Staffel und Film ist was anderes. Also ich sag dir wirklich und ich empfehle es dir wirklich, mach das bei Mando so. Du kannst es gern machen, aber ich sag dir von vornherein, du wirst es da bereuen. Also du wirst es da richtig, richtig bereuen. Weil da ist das zum Beispiel auch, da kommt noch eine vierte und eine fünfte Staffel. Und die spielen halt alle auch nach den Ereignissen in Ahsoka und sowas. Also das kooperiert. Aber wie gesagt, mach wie du möchtest. Aber da empfehle ich dir halt wirklich, mach am besten, ne? Mach am besten das so. Merkt mir das eh nicht. Da bin ich gespannt, wie das wird. Also, weil ich glaube, dann wirst du echt Probleme haben, sag ich dir. Also ist ja deine Entscheidung, aber ich bin mal gespannt. Dann bin ich, also wirklich, da bin ich echt gespannt, wie du es dann auffasst. Also ich glaube, es kann funktionieren, aber nein. Du gehst doch weg, oder? Ich habe doch gerade abgesagt. Hä? Du hast gesagt, ich soll... Hier, du hast gesagt, nö. Jetzt habe ich abgesagt. Ist halt ein bisschen blöd, weil die Kollegen hätte ich halt echt gerne mal wieder gesehen, weil... Ich glaube, ihn alleine habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Und das ist eigentlich auch der Kumpel, den ich seit... Das ist der Kumpel, den ich seit längstem kenne, aber... Ja, muss halt lieber auf seine Community hören, ne? Dein Ernst? Ja! Hä? Was denn jetzt? Ich verstehe jetzt nichts. Ja, das haben wir schon gemacht. So, ist das ein Kronleuchter da hinten? Also ein schöner Kronleuchter.
Nicht absagen. Ist zu spät. Zu spät. Das war sowas Spaß. Wie? Wer? Nee, nein, ich habe keinen Spaß gemacht. Was soll er doch selber hier rüberkommen? Der Vogel. Bitte nicht, ich verstehe nicht so wirklich sowas nicht. Was? Was verstehst du nicht? Ich dachte irgendwie in dem Level gab es mehr Rohstoff, aber irgendwie nicht. So. Ach, da oben! Was macht der Lümmel da oben? Da habe ich ja gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Lauf! Nein, da lag noch so viel Geld. Ah! Konzentration. Und das, mein lieber Frodo, ist der Moment, wo ich ins Spiel komme. Jetzt kommst du gleich. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man beides dieselbe Figur ist, wenn ich die nicht wechseln will. Yay! Erebor war verloren. So. Spaß verstehe ich dich. Ich auch nicht. Spaß ist doch René. Und ich hoffe, du hast nicht abgesagt. Ich kann doch keine Ironie. Was ist das? Was ist das? Ja! Ein Helmchen. Oh! Schmiedentwurf, Mietritspiel. Oh, ist okay. Ist okay. Naja, hätte auch schlimmer kommen können.